Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir unsere Holztransporte nach hier weitergeleitet und die per LKW jetzt zum Holzverkäufer senden lassen, damit wir in dieser Folge diesen Bahnhof hier komplett neu designen können. Und damit sollten wir heute auch anfangen. Wir tun uns mal hier anschauen, wie groß am Ende die Station wird. Es wird eine 250er Passagierstation für den Anfang mit 4 Gleisen. Oder die wird so lang alleine. Das ist ziemlich lang. Aber sollte gehen. Bedeutet, wir pausieren mal das Spiel. Reißen beide ab. Ich hätte gern so. Ich mag es so, wenn man so gedrückt halten kann und entfernen. Das gibt ein bisschen so Speed auch immer wieder. Aber das war einer unserer schlimmsten Bahnhöfe. Muss man ja leider zugeben. So gut er auch für den Anfang war, aber mittlerweile hat er nur noch Probleme gemacht. Und deswegen muss dieser jetzt ersetzt werden. Ist halt die simple Wahrheit. So. Und wir werden auch ganz simpel jetzt hier einfach die Zufahrt machen. Wieder direkt dahinter die Aufteilung wieder. Das wird jetzt interessant, weil es natürlich jetzt wieder sehr eng ist mit der ganzen Aufteilung hier. Aber die sollten wir auch hier hinsetzen, weil ansonsten hängen die sich fest irgendwie wieder. Ich kenne sie doch, meine Pappenheimer. Wie macht man das hier am schlauesten? Mit dem Signal. So würde ich mal sagen, wir probieren das mal. Irgendwas Wichtiges hier drin. Unrentabel, unrentabel, unrentabel. Das sind die ganzen Züge. Was? 50% wurde da schon abgebaut, oder was? Das ist uncool. Wir brauchen eine neue Holzlinie. Nee, die stehen schon wieder. Warum? Ah! Weil zwei da stehen. Egal, wo er hin will, aber er kommt durch, glaube ich. Dann kann er durchfahren. Dann kann er durchfahren. So, jetzt hat. Das war eine nette Idee, aber hat nur Scheiße gebaut. So. Da ist der Passagierzug und der fährt in den Bahnhof ein. Mal ganz ehrlich, du musst um. Du fährst nicht nach Spöcken-West in der Zukunft. Du fährst in Zukunft hierher. Und machst hier einen Transfer. Schauen wir, wann der Passagierzug hier einfährt. Und jetzt wird er wahrscheinlich abbiegen. Nee. Dann tun wir hier den Transfer raus. Machen auf okay. Dann müsste der jetzt hoffentlich abbiegen. Yes. He does. Perfekt. Und dann wird nun der erste neue Transzug für Passagiertransport immer wieder rausgehauen. Nach langer, langer Zeit wird das. Was kann ich denn da machen? Ja, Passagiere oder nicht Passagiere oder was? Voll schlau. Katastrophe hier. So, 1, 2, 3, 4. 100, immer noch. Zack. Okay, 300 Meter Länge ist ein bisschen zu lang.
Wollen wir nicht übertreiben, 170, auch noch zu lang. 155, das passt. Dich kaufen wir und du kriegst jetzt eine individuelle Strecke natürlich. Du fährst von hier Transfer. Nach hier Transfer. Nach hier Transfer. Und dann wieder hier zurück Transfer. Und los geht's. Unser längster Personenzug, der jetzt auf dem Markt ist. 255 Meter lang. Bin gespannt, wie der angenommen wird. Immerhin hat er jetzt eine der höchsten Kapazitäten rein theoretisch. Und fährt auch drei Bahnhöfe schon mal an. Oh, es schränkt echt viel ein. What? Entfernung zurückgelegt, 4 Kilometer. 5. Betriebskosten allein jetzt schon. Schau dir diese Betriebskosten an. Schauen wir uns mal den ersten Halt an. Immerhin ist dieser gleich. Wir haben 12.000 Betriebskosten. Er hat fast gar kein Geld gemacht. Ich glaub's nicht. Schau dir die Betriebskosten gegenüber dem verdienten Geld an. Das ist uncool. Okay, jetzt macht er ein bisschen was wett. Jetzt ist er vorne. Jetzt kommt wieder die Länge des Zuges im Spiel. Weil wir natürlich nur ein paar Ausweichgleise haben. Oh no. So. Fuck, genau das wollte ich verhindern. Nein. Der muss jetzt nach da. Umdrehen, wenden. Puh. Okay, hier müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Das ist problematisch. Das Eck ist immer noch eins der problematischsten, die wir haben. Ich habe jetzt nicht unbedingt besser designt auf einmal. Ich will nochmal trotzdem für dich die Statistiken sehen. Na, aktuell macht er positives Geld. Und der Zug ist auch nicht schlecht belegt. Für die lange Strecke sollte er hoffentlich auch ein bisschen Geld kriegen. Wir bauen hier immer noch extrem gute Holz ab. Bitte mach... Oh, schön. Er hat schon doppelt so viel eingenommen, wie er ausgegeben hat. Das sind dann schöne Zahlen zu sehen. Wenn natürlich sowas zu sehen ist, wie schaut es dann hier mit dem Verkehr aus? Das ist noch schlecht. Die Abdeckung wird zwar besser, aber wir haben natürlich den Rest hier nichts gemacht. Pirchtenstedt, es ist schlecht und schlecht die Wirtschaft. Ja, okay, ich kann nicht all eure 10 jetzt hier gerade versorgen. Das ist gerade... Das tut mir leid. Ich bin auch kein Albatros hier. Bis jetzt schaut alles wieder ganz okay aus. Wir hätten hier noch ein Stahlbahnlieferterminal. Man könnte natürlich überlegen, ob er Stahl mitliefert. Der ist nicht mehr überfordert, das ist schon mal vorteilhaft. Schauen wir mal auf die Einnahmen. Die Holzpirchtenstedt, die machen alle miteinander. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bedeutet, wir werden so circa 100.000 mit denen machen. Dann ziehen wir das ab, also machen wir 50.000 mit der Holzlinie. Das ist voll okay, würde ich sagen hier. Die Routen machen eh mehr. Das sind unsere aktuellen echt besten Routen. Das ist Wahnsinn. Da bin ich echt erstaunt drüber. Wie gut diese laufen. So, er will wahrscheinlich auch erweitert werden, oder? Denke ich mir mal. Ich glaube, der würde auch gerne mehr verkaufen. Wir haben hier so einen schönen Transporter, ne?
der für dieselben Sachen zuständig ist wie der hier. Jetzt speichert er genau, wenn ich pausiert habe. Nee, der hat Planken. Da sind zwei Plankenzüge unterwegs. Euer Ernst? Wenn zwei kleine Plankenzüge hintereinander fahren, für dieselbe Strecke. Katastrophe. Nein, das machen wir nicht mehr. Wir beliefern diese Holzbretter da unten. Das ist ja Katastrophe. Was machen wir da? Ja, natürlich, wir bauen einen großen Zug. Was denn sonst? Wenn, dann muss das ordentlich gemacht werden. Mit großen Zügen. Und gescheiten Equipment. So. Ein bisschen zu lang vielleicht. 53 kaufen. Wir geben dir eine Route. Halt hinzufügen. Hier laden. Hier unten entladen. Okay. Du darfst dich auf den Weg machen. Und ihr beiden Deppen, geht bitte ins Depot. Was ich schade finde, dass die nicht wirklich ins Depot fahren, ihre Fahrbahn sozusagen ändern und dann sagen, okay, wir fahren jetzt ins Depot. Das ist ein bisschen schade, aber mein Gott, ist halt so, ne? Das ist unser neuer Zug. Schauen wir, jetzt wird der richtig mal hier. Jetzt wird gefordert, das System. Ich glaube mal, es wird gefordert. Ich hoffe es mal. Ich würde es gern fordern. Ne, jetzt lädt der Day hier auf. Jetzt kommt gleich noch ein Bretterliefer, oder? Ne, Holz. Oh, jetzt geht's Holz zu. Wir belasten gerade unsere Holzlieferanten. Ja, das macht es nicht einfach für die jetzt. Die werden jetzt hier auf Ach und Krach, Statistik. Er hat fast 100.000 gemacht für 17.000. 18, also 20.000. Also haben wir 80.000 gemacht. Die Lieferer kommen gar nicht mehr hinterher. Alter, wenn dann die Produktion losgeht. Auffüllen. Jetzt, oh, jetzt kommt. Oh, das ist der böste Moment überhaupt. Wenn der auch noch kommt. Also deswegen, achso, das ist dein Holzlieferant, der weiter hinterfährt, ein kleiner. Ich hätte unser Pagierzug ab. Ich hätte mal gern zu dem die Statistiken wieder. Ich hätte gern Lebensdauer. Ja, der hat 80.000 gemacht bis jetzt. Und hat 800 Personen geliefert. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man eigentlich nicht mehr. Oh no, nicht schon wieder das. Das ist der absolute Horror. Das darf eigentlich absolut nicht passieren. Genau das ist zu vermeiden eigentlich. Fuck. Ist der gut beliefert? Nee, schaut nicht so aus, ne? Eieieiei. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben ordentlich was geschafft. Wir haben den Bahnhof ausgetauscht. Wir haben hier mehr hingeleitet. Wir haben hier unten alles kanalisiert und somit einen Haupttransport gemacht. Wir haben hier unten den Bahnhof in dieser Woche umgebaut. Wenn es so weitergeht, müssen bald wir eine neue Holzressource finden. Das wird der ekligste Teil dann sein, alles auf eine neue Holzlinie umleiten zu müssen. Aber man könnte rein theoretisch auch von hier nach da oben dann anfangen zu beliefern und hier noch ein großes Holzlager aufbauen, damit hier ein Puffer ist und den halt abziehen ohne Ende. Ich glaube, das ist sogar die schlauste Idee. Wir bauen da ab und wie gesagt, es war eh der Plan, dass wir zentralisiert alles produzieren, zentral irgendwo, wo ein Bahnhöfe rein und rausfahren. Da werden wir auch auf jeden Fall in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder rummachen. Wir haben aktuell eh 12,5 Millionen. Da kann man nicht meckern. Ich werde es vielleicht ein bisschen erweitern und dann werden wir schauen, dass wir diese
dieses Gebiet wirklich flach machen und daraus das größte Produktions- und Forschungsgebiet machen, was man jemals in Voxel Tycoon gesehen hat. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.